Hallo, mein Name ist Klaus Sohl, ich bin Projektleiter und Anwendungsentwickler, bin 43 Jahre alt und wohne hier in dem schönen Kirchhain und kandidiere als Stadtverordneter für die Bürgerliste Kirchhain. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Weil ich etwas ändern möchte und das kann ich nicht, wenn ich daheim sitze. Warum trittst du gerade für die Liste der Bürgerliste Kirchhain an? Weil ich etwas ändern möchte und dabei in keine Rahmenbedingungen gepresst werden möchte. Ich möchte so handeln und abstimmen, wie ich es möchte. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain hat eine gute Infrastruktur, ist zentral und man ist direkt im Grünen. Weiterhin kennt man sich einfach hier in Kirchhain. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Besonders am Herzen liegen mir junge Familien, das Thema ausgeglichener Haushalt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit insofern, dass wir nur eine Erde haben und damit auch vernünftig umgehen müssen. Sowohl ökologisch, wirtschaftlich wie auch sozial. Und das müssen wir in allen politischen Handlungen bedenken. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ich denke, ich bin sehr bodenständig und kritisch und das möchte ich dabei besonders einsetzen. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Das haben wir schon immer so gemacht, in allen Variationen. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Ja 49, denn ich denke, wir brauchen sie, aber wir brauchen auch mehr Wald. Deshalb würde ich gerne die Ausgleichsfläche erhöhen. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest oder hättest du gerne aktiv Wahlkampf betrieben und warum? Klaus Ruhe Madsen. Weil ich Oberbürgermeister von Rostock, weil ich denke, dass er ein Macher ist und gleichzeitig es schafft, dabei Bürger und Mitarbeiter auch mitzunehmen. Und das ist wichtig in der heutigen Zeit. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ich hätte gerne eine respektvolle, wertschätzende Zusammenarbeit und gleichzeitig eine sachorientierte und ergebnisoffene Diskussionsmöglichkeit, unabhängig von Parteien. Suche dir einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Rainer Nau, sachlich, kompetent und eine angenehme Person. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik, tun? Ich möchte die Bürger wieder mehr mit einbinden und das können die Bürger nur, wenn sie mehr über die Politik wissen. Das heißt, die Politik muss wieder an die Bürger herangeführt werden. Dazu haben wir die Medien, die neuen Medien und damit können wir das eben recht gut machen mit der Übertragung des Stadtparlaments zum Beispiel. Wir können Bürgerforen einrichten oder auch den Bürgerhaushalt. Das, denke ich, sind klare Zeichen, wo Bürger sich direkt mit einbringen können und auch mehr davon erfahren.